jede Schuhsohle ist individuell, ja, weil sie eben durch den Gebrauch eine Individualität erfährt. Das heißt, sie treten sich irgendwo ein Steinchen ein an einer bestimmten Stelle oder treten in eine Glasscherbe und es gibt einen Riss oder einen Materialausbruch. Eventuell an der Tankstelle mal in eine Pfütze mit Benzin getreten. Das macht was mit dem Material und verändert das. Und so erfährt jeder Schuh eben durch den Gebrauch eine Individualisierung. Und das ist nicht reproduzierbar. Christa Stenger ist Expertin für Schuhspuren beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden. Mit einem speziellen Scanner macht sie Spuren sichtbar und kann diese detailgenau untersuchen. Das Gros der Spuren, die wir bekommen, sind Schuhspuren. Aus Einbruchsdelikten, aber aus Gewaltdelikten und Kapitaldelikten, aber am allermeisten eben aus Einbruchsdelikten. Und die Spuren sind auf den unterschiedlichsten Gegenständen. Oft bekommen wir die schon gesichert. Dafür gibt es verschiedene Sicherungsmethoden. Oder auch auf dem Originalspurenträger. Das sind dann ganz gerne mal Glasscherben oder Werbeplakate. Durchaus auch große Dachplatten, Dachhäute. Wir haben auch schon große Luftmatratzen gehabt, alles mögliche, Kleidungsstücke und so weiter und so fort. Ihre Untersuchungen vertritt die 49-Jährige auch als Gutachterin vor Gericht. So wie im Totschlagsfall in der Frankfurter Diskothek U60 311. Am Ostermontag 2011 wird dort ein Besucher von 4 Türstehern durch Tritte und Schläge so sehr verletzt, dass er 2 Tage später im Krankenhaus stirbt. Wir hatten Kleidung des Opfers, und zwar das Hemd, die Hose, ein T-Shirt und ein Unterhemd, sowie die Schuhe des Opfers und 4 Paar Schuhe der Tatverdächtigen. Sie findet eine Vielzahl von Spuren am Hemd des Opfers. Die jedoch sind nicht alle auf Schuhspuren zurückzuführen. Was von besonderer Relevanz war, war dann eine Spur auf der linken Seite des Hemdes. Das sieht man hier unten. Ich habe zum einen erkannt, dass das eine rechte Converse-Sohle ist. Und das stimmte eben mit der rechten Sohle eines der Schuhe des Tatverdächtigen überein. Das waren auch welche, auch Converse-Schuhe. Von einem tatrelevanten Schuh erzeugt Christa Stenger einen Vergleichsabdruck. Die Sohle bepinselt sie dafür mit Ruß, stellt eine Kopie her, die sie mit der am Tatort gesicherten Spur vergleichen kann. In diesem Fall befindet sich der Originalabdruck auf einer Glasscheibe. So, das ist eine schwarze Gelatinefolie, das heißt auf einer hochelastischen Gummirückseite, wie man das hier sieht, ist eine Gelatineschicht aufgebracht, die ist hochglänzend. Und bei der Spurensicherung macht man sich genau diesen Glanz und späteren Matteffekt eben zunutze. Sollte möglichst blasenfrei geschehen. Die Folie fotografiert Christa Stenger im Maßstab 1:1 und stellt am Computer Vergleichsabdruck und Tatortspur gegenüber. Im sogenannten Überdeckungsverfahren, um zu sehen, passt das Muster, passen die Größenverhältnisse, passt die Geometrie und kann ich individuelle Merkmale, die die Sohle hat, in der Spur nachvollziehen. Und in diesem Fall war das so. Das ist die Spur, das ist der Vergleichsabdruck und das ist die Sohle, jeweils mit dem relevanten Bereich. Und man sieht hier in der Sohle eben in einem Stegbereich, nämlich hier oben, eine andere Stelle, der sich eben auch im Vergleichsabdruck zeigt und den man hier auch in der Spur eben feststellen kann. Und das Gleiche haben wir hier bei dem zweiten Merkmal. Auch hier haben wir einen Riss oder einen Schnitt eben in der Kante, zeigt sich im Vergleichsabdruck und ist auch hier erkennbar in der Spur. Spuren, die sie untersucht, sind nur Millimeter groß und dennoch reichen sie aus, um Täter zu überführen. Im Diskothekfall ist Christa Stenger 2-mal als Gutachterin geladen. Alles, was das Material mir hergibt an Aussagekraft oder Nicht-Aussagekraft, die versuche ich für das Gericht und für die Staatsanwaltschaft oder für die Ermittlungsbehörden eben so gut wie möglich darzustellen. Also natürlich haben wir Empathie für das Opfer, keine Frage, aber die Untersuchung muss möglichst emotionslos verlaufen, um eben das Ergebnis nicht in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Für uns ist Objektivität das oberste Gebot und deswegen darf es auch nicht von Relevanz sein, ob unser Ergebnis später zu einer Verurteilung mit dazu beiträgt oder nicht. Wichtig ist, dass das Ergebnis, das wir hier finden, objektiv ist und unparteilich. Christa Stenger arbeitet inzwischen seit 12 Jahren als Schuhspurenexpertin beim Hessischen Landeskriminalamt. Der Reiz der Arbeit ist, dass durchaus auch bei solchen Geschichten
immer wieder Kreativität und Innovation von mir gefordert wird. Und das macht mir große Freude, wenn ich darüber nachdenken muss, wie kann ich vielleicht eine Tat nachstellen, wie kann es passiert sein, wie kann es nicht passiert sein, verschiedene Sachen ausprobiere, durchteste, wie ist das Abbildungsverhalten der Sohle, verschiedene Sachen ausprobieren muss, um vielleicht eine latente Spur sichtbar zu machen. Das sind die Reize dabei.